Klan, dieser Geheimbund rassistischer Fanatiker, der ist doch weit weg. In Amerika ja, aber doch nicht in Deutschland. Bisher hat die Kapuzenträger bei uns kaum jemand ernst genommen. Exklusive Report München-Recherchen belegen aber, der Ku Klux Klan ist auch in Deutschland aktiv. Und es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass sich auch der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, NSU, von den menschenverachtenden Ideen dieser Geheimorganisation leiten ließ. Recherchen von Amit Schenjot und Philipp Grüll. Was hat dieser Mann zu verbergen? Warum droht er uns? Das Lachen wird ihm bald vergehen, mein Freund. Peter B. soll ein Führer des Ku Klux Klans sein. Gegen ihn läuft ein Gerichtsprozess wegen Volksverhetzung. Klanmänner wollen anonym bleiben, um aus dem Verborgenen ihre Propaganda zu verbreiten. Der Ku Klux Klan ist ein rassistischer Geheimbund, entstanden im 19. Jahrhundert in den USA. Das brennende Kreuz, sein Symbol. Der Klan kämpft für die Vormachtstellung der weißen Rasse. Und in Deutschland? Welche Spuren des Klans gibt es bei uns? Wir sichten interne Papiere, recherchieren in verschiedenen Archiven, stoßen auf eine Klanzeremonie. 1991. Skinheads kommen in einem Waldstück in Brandenburg zusammen für eine Kreuzverbrennung. Extra aus den USA angereist. Sieg Heil! Der amerikanische Clanführer Dennis Mahorn. Er will den Clan bei uns groß machen. Meiner Meinung nach muss man alles tun, um sein Land zu retten, was auch immer dafür nötig ist. Einer hilft ihm beim Aufbau des Clans, Carsten S., ein höchst gefährlicher Neonazi. Er arbeitet als Spitzel für den Verfassungsschutz und pflegt Kontakte zum Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU. S. steht im Verdacht, für das Trio eine Waffe beschafft zu haben. Wir finden weitere Papiere zu einer Kreuzverbrennung bei Jena 1996. Mit dabei das spätere NSU-Mitglied Beate Zschäpe und ihr Komplize Uwe Bönhardt. Wie passt das zusammen? Die späteren Rechtsterroristen unter dem brennenden Kreuz? In Düsseldorf treffen wir Professor Fabian Virchow. Er sieht viele Gemeinsamkeiten zwischen Kapuzenmännern und NSU. Die Konsensgesellschaft. Ich würde die insbesondere in dem Rassismus sehen und in der Vorstellung, dass man sozusagen ein weißes Europa oder beim Klan in den USA ein weißes Amerika wieder schaffen möchte. Wo hat der Ku Klux Klan bei uns seine Schwerpunkte? Wir sichten tausende Seiten, darunter Dokumente zu einer Klan-Gruppierung aus dem Jahr 2002. Er war der Chef, Achim Schmidt. Ende der 90er gehört er zur rechtsradikalen Musikszene. Im US-Staat Mississippi wird er zum Klanführer für Deutschland ernannt. In Baden-Württemberg hatte die Gruppe ihr Zentrum. Wir nehmen Kontakt zum Ex-Clanführer auf. Er gibt uns ein Exklusivinterview über das Internet. Zum ersten Mal spricht ein ehemaliger Clanführer im Fernsehen. Er will reinen Tisch machen. Erzählt, das Interesse war groß. Hallo, Herr Schmidt. Also wir können wirklich von mehreren hundert Anfragen sprechen. Wirklich hätten wir alle aufgenommen, wir wären im lockeren drei, vielleicht sogar im vierstelligen Bereich gelegen. Brisant, Polizisten wollten zum Clan. 5 oder 6 würde ich jetzt mal sagen. Das sind die, die mir bekannt sind, beziehungsweise wo es dann ist, Mensch, wir haben noch 2, die hätten Interesse, wollen wir uns nicht mal treffen. Mindestens 2 Staatsdiener werden Mitglieder. Schmidt denkt heute ungern an seine Clanzeit. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, ich würde es anders machen, klar. Bereue das natürlich. Klar war das ein Schmarrn. Nun beschäftigt Schmidts Clan die NSU-Ermittler. Zum harten Kern gehörte auch Thomas R. Als V-Mann Corelli spitzelt er für den Verfassungsschutz. Gleichzeitig gilt auch er als Kontaktperson zum NSU. In den Unterlagen finden wir noch mehr Verbindungen vom Clan zur Terrorzelle. Wir stoßen auf Vermerke zu den ideologischen Grundlagen des Trios, auf einen gewissen Tom Metzger aus den USA, einen ehemaligen US-Clanführer. Sein Name taucht in Unterlagen von Uwe Mundlos auf. Die Ermittler glauben, er könnte den NSU inspiriert haben. Tom Metzger, einer der geistigen Väter des NSU. Wir nehmen Kontakt auf, besuchen ihn in den USA. Chicago. Von hier aus sind es 2 Stunden nach Warsaw, eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Indiana. Von hier verbreitet Metzger seit langem seine Ideen vom führerlosen Widerstand. Was meint er damit?
Wir müssen so operieren, als wären wir hinter feindlichen Linien, weil das System, die Medien, die Regierung gegen uns arbeiten. Eine Zelle besteht maximal aus 3 Personen. Damit sie effizient arbeiten kann, müssen die Mitglieder nach außen hin so tun, als ob sie nichts mit rassistischem Gedankengut zu tun hätten. Sie gehen ihrem Job nach, ihrem Leben in der Gemeinde. Wie der NSU, der aus 3 Personen bestand und laut Ermittlern unabhängig von der rechten Szene handelte. Insofern ist das, wie der NSU dort gehandelt hat, völlig übereinstimmend mit dieser Idee des führerlosen Widerstandes. Zschäpe, das weibliche Gesicht des NSU, sie hielt Kontakt zu Nachbarn und Behörden, wechselte freundliche Worte mit Ausländern. Gemeinsam fuhren sie in Campingurlaube. Hinter dieser Tarnung plante der NSU Morde und Überfälle. Metzger kann sich gut vorstellen, dass er die 3 inspiriert hat. Nur mit dem Ergebnis ist er nicht zufrieden. Dass sie es geschafft haben, so lange im Untergrund zu leben, dafür haben sie meinen Respekt. Am Ende wurden sie geschnappt. Ich hasse es zu sehen, wie sie ihre Leben weggeworfen haben, die wir in einer wirklich wichtigen Schlacht brauchen werden. Metzger sagt, sie hätten weiter trainieren sollen, Waffen horten, bis zu dem Tag, an dem die Regierung schwach ist und die Revolution beginnen kann. Unsere Zeit ist noch nicht gekommen, aber sie wird kommen. Worte, die uns schaudern lassen. Der Verfassungsschutz beobachtet den Ku Klux Klan erst seit 2001. Er hat ihn unterschätzt. Die Nachrichtendienste kannten das Konzept des führerlosen Widerstands, das Tom Metzger und andere aus den Reihen des Klans entwickelt hatten. Sie wussten von einer Mordserie an Migranten und dass ein gewaltbereites Trio abgetaucht war. Sie hatten Spitzel, die Hinweise gaben. Erst heute setzt sich das Mosaik zusammen. Im Nachhinein werden die Verbindungen sichtbar. Damals fehlte allen die Fantasie. Und heute? Die Geschichte des Ku Klux Klans in Deutschland, sie geht weiter. Es gibt neue Gruppen. Es gibt einen neuen Clan in Baden-Württemberg. Die Teutonischen Ritter in NRW. Und die Berliner Gruppe um den selbsternannten Bischof Peter B. All die vielen vergeblichen Versuche in der Vergangenheit, das heilige Feuer zu löschen, sind fehlgeschlagen. Wegschauen gilt nicht mehr. Jetzt müssen die Ermittler genau hinsehen, wenn Kreuze in Deutschland brennen. Und wir werden weiter an dem Thema dranbleiben.